Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Euer Tastenhauer ist wieder zurück hier auf diesem blutigen Bauernhof. Nicht nur wegen dem Schweineopfer, sondern auch, weil wir hier alle Leute umgehauen haben. Allerdings untödlich. Theoretisch könnten die noch über unsere Taten berichten. Aber wir wollten ja auch unbedingt Keltram hier am Leben halten. Aber das hält uns nicht davor ab, ihm hier die Preziosen zu klauen. Wenigstens ein paar Pence hat er dabei. Ein kaputter Fellhelm. Ja, lohnen tut sich das nicht. Wir nehmen es aber trotzdem mal mit, was wir hier looten können. Von den umgehauenen Leuten. Das war eine super Position, aus der wir angreifen konnten. Konnten die Wachen hier direkt umnieten und ausschalten. 4 Rationen bekommen wir auch. Das ist wiederum sehr wertvoll. Rationen sind doch wichtig. Wir haben jetzt auch viel Fleisch, das wir in Rationen noch umwandeln können. Wenn wir das nächste Mal rasten. Ich weiß nicht, können wir hier noch ein bisschen was looten aus dem Hof? Ich meine, wir wollen dem Bauern jetzt nicht alles wegnehmen, aber auch hier 4 Rationen. Warum denn nicht? Er soll uns ja mal bloß dankbar sein, dass er jetzt hier Ruhe vor den Leuten hat. Gut, wir haben auch noch seinen Kräutergarten geplündert. Ob das jetzt sein musste, weiß ich nicht. Aber er wird es wohl schaffen. So, ein bisschen Stoff und Holz. So, die Leute hier waren wohl Angehörige auf dem Bauernhof hier. Wir gehen jetzt noch ein bisschen looten hier in den Containern. Nochmal 4 Rationen. Oh ja, jetzt haben wir unser Rationenproblem aber langsam im Griff. Das ist ganz schön. Vielen Dank für die vielen Rationen, lieber Bauer. Vielleicht kann ich mit ihm gleich noch sprechen, dass er sich nochmal dankbar erkenntlich zeigt oder so. Ich gehe nochmal rein mit Alf und Nefja diesmal. Gucke mal, ob ich mit ihm sprechen kann. Unsere ganze Gruppe darf aus irgendwelchen Gründen hier nicht rein. Wahrscheinlich, weil das Zelt zu klein gerendert ist oder so. So, wir können mit ihm aber nicht mehr sprechen. Oh, hier liegen ja noch Münzen auf dem Tisch. 188 Preziosen. Und auch hier. Die sollten wir mitnehmen. Nochmal 191. Wir haben schon wieder ein bisschen Pence hier gesammelt zum Ausgeben. Sehr schön. Das hat sich doch noch gelohnt, hier reinzuschauen. Auch wenn wir nicht mit dem Bauern nochmal sprechen konnten. Aber das war doch wirklich lohnenswert. So, dann lasst uns mal weiterziehen, liebe Leute. Es geht zurück nach Constantine. Wir berichten dann von Cornels Tod. Und ich glaube, wir werden zwischendurch kein Lager mehr aufschlagen, sondern erst danach, sodass wir das dann zur nächsten Folge dann machen. Ich glaube, das ist doch sinnvoller. Wenn wir hier zurückgehen, sehen wir auch, der Einzige, der ermüdet, ist Steinfried und Eif. Eifa, habe ich sie ja genannt, genau. Aber das ist okay. Lasst uns zurück nach Perth gehen. Ob sie jetzt ermüdet oder nicht, das ist jetzt hier nicht so relevant, glaube ich. Gut. Okay, ja, sie ist zufrieden und ermüdet und hungrig. Die sind alle so ein bisschen hungrig. Ich hoffe, es kommt jetzt hier nicht zu einem Kampf in Perth. Dann sehen wir nicht ganz so gut aus. Allerdings, tja, ich gehe das jetzt mal ein. Gunnar nehmen wir mit, Eidis nehmen wir mit, Eifa. Da brauchen wir erstmal Kettil nicht. Er ist unerschütterlich an unserer Seite übrigens. Was wir machen könnten, wir könnten ihn aber mitnehmen, um die Leute nach dem Amulett zu fragen, das er jetzt auch trägt. Und Nefja nehmen wir noch mit. Okay. Denn Perth ist ja eigentlich, freundlich gesinnt. Also normalerweise sollten wir hier ohne Kämpfe überwiegend auskommen. Ich hoffe mal, dass das geht. Vielleicht ist unser Schiff auch hier schon vor Anker. Vielleicht müssen wir das jetzt selber holen. Ich werde das mal im Auge behalten. Aber zumindest. In a place like this. There's a sense of safety here. I think it would be a good place to raise children. Tja, fragt sich nur mit wem, Nefja? Zwinker. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie ja selber jemanden im Blick. Mal sehen, mal sehen. So, wir müssen wieder alles aufdecken. Das finde ich nach wie vor sehr strange und sehr komisch. Aber naja, vielleicht hat sich ja hier was geändert. Wir werden zunächst mal genau zum König hingehen. Und dort wieder vorsprechen bei ihm. Natürlich. So, da ist er, Constantine. Constantine MacFergusser, der jetzt etwas weniger umstrittene König der Pikten, sieht dich mit der Neugier einer Krähe an, die eine Schlacht beobachtet. Ich dachte, ich hätte mich bei unserem letzten Gespräch klar ausgedrückt.
So, wir zeigen den abgetrennten Kopf von Connell. Ich bringe euch den Kopf von Connell McTague. Der König bleibt bemerkenswert ruhig. Für einen Moment glaubst du, er wird gleich lächeln, aber stattdessen setzt er sich schwerfällig hin. Erklär dich. Ja, und ich glaube, um Vertrauen weiter aufzubauen mit Constantine, erzählen wir ihm auch die ganze Geschichte. Connell wollte sich an der Küste mit einer weiteren Gruppe Wikinger treffen. Wir haben ihn aufgespürt und getötet, bevor er dort ankam. Constantine streicht sich nachdenklich über den Bart. Ein geheimes Treffen mit Wikingern, sagst du? Ich frage mich, welche Intrigen der alte Hund geplant hatte. Vielleicht werden wir es nie herausfinden. Ich werde dir unsere Situation verdeutlichen. Im Laufe der Geschichte gab es viele Könige von Piktland, aber keiner von ihnen hatte je alle Clans unter einem Banner versammelt. Genau das habe ich vor und mehr. Ich arbeite an einer Allianz mit unserem Nachbarn in Dalriata zum Westen. Das ist keine leichte Aufgabe. Wenn du mein Verbündeter sein willst oder auch nur eine Handelsbeziehung zwischen unseren Königreichen etablieren möchtest, muss ich zuerst einiges von dir verlangen. Mehr, als ich das Recht habe zu verlangen. Mehr, als ich dir wahrscheinlich je zurückgeben kann. Ich möchte, dass du wie Gren als mein Vertreter auftrittst. Bevor wir also weitermachen, wirst du mir helfen. Gut, wir können das jetzt offenbar ablehnen. Ich bin kein Söldner. Oder ja. Ich denke allerdings, also, wenn ich jetzt ein diplomatischer Sigurd bin, ne, und das müssen wir jetzt ja mal kurz Rollen spielen, und ich treffe auf einen Charakter, der es grundsätzlich ehrlich mit mir meint, der alle Themen sofort auf dem Tisch ausbreitet, er hält nichts im Hintergrund, zumindest nicht, dass wir wüssten, er ist offen und ehrlich mit uns von Anfang an. Das ist ein sehr vertrauenswürdiger Bündnispartner und zudem auch noch jemand, der einen gewissen Ehrgeiz besitzt. Ich denke da so ein bisschen an diese Herrscher in Crusader Kings 3, die ehrgeizig sind. Also er will ein Großbündnis mit allen Stämmen der Pikten. Also das finde ich schon sehr ambitioniert, aber nicht gefährlich für uns. Im Gegenteil, ein solch starker Verbündeter wäre für uns von unfassbar großem Vorteil, von unschätzbarem Wert. Deswegen würde ich sagen, ja, natürlich helfen wir dir. Constantine nickt heftig. Er tritt vor und legt dir eine Hand auf die Schulter. Verzeiht. Dann lege ich mein Vertrauen in dich, Sigurd, Tane von Skjern. Helgi war zu seiner Zeit als Söldner an verschiedenen Raubzügen beteiligt. Die Arbeit war äußerst profitabel, wenn man das Gemüt dafür hat. Das hat jetzt Nefja eingeworfen und Constantine fährt fort. Du hast mir jetzt schon einen großen Dienst erwiesen. Connell und sein Clan waren die bei weitem größte Bedrohung für meine Herrschaft. Jetzt kann ich meine Aufmerksamkeit endlich einer Sache zuwenden, die mich schon seit langem beschäftigt. Religion. Ich glaube, der Begriff Religion, ich weiß gar nicht, ob es den damals schon gibt in der Form, also zumindest nicht in dieser modernen Variante, vielleicht Glaube oder so, ne? Sigurd, ich bin Christ. Die meisten Clans in Piktland sind ebenfalls Christen, aber nicht alle. Diese Spaltung wird uns auch weiterhin Probleme bereiten und schwächen, wenn wir keine Lösung finden. Ah, okay, er ist also schon ein christlicher piktischer König, interessant. Constantine winkt Gren zu, als würde er sie zu der Unterhaltung einladen, aber sie bleibt lieber, wo sie ist. Die schöne Gren zeigt beispielhaft, wie dieses Problem gelöst werden muss. Sie ist in der Lage, Christus in ihrem Herzen zu tragen, während sie auch die alten Götter verehrt. Ich habe eine große Kirche gebaut, um Sympathien bei meinen Mitchristen zu gewinnen. Jetzt muss ich den Heiden unter uns zeigen, dass ich ihre unterschiedlichen Glaubensrichtungen toleriere. Ja, natürlich, es ist bewundernswert, dass dir an einer friedlichen Lösung gelegen ist. Das entspricht genau unserem Charakter. Auch wir sind ja, wir hauen diese komischen Christenkreuze manchmal um. Vielleicht sollten wir das demnächst mal sein lassen, rein rollenspielerisch. Aber wir haben ja Morkant aufgenommen, der ist ein festes, loyales Mitglied unserer Gruppe.
ebenfalls ein christlicher Mönch. Also wir haben ja jetzt nicht Kirchen geplündert und selbst das spricht ja nicht prinzipiell gegen diese Religionsform. Also wir sind jetzt nicht irgendwie zynisch, aber auch nicht so religiös, dass ich sage, alles abseits der nordischen Götter oder der Heidengötter ist jetzt irgendwie Häresie oder irgendwie sowas. Ich glaube, das kennt man auch gar nicht als Konzept, die allermeisten Stammesherrschaften wie Nordmänner oder Pikten oder Kelten. Ich glaube, für die ist das ein fremdes Konzept, dieses typische, wer nicht meine Religion hat, ist ein absoluter Erzfeind, so nach dem Motto. Das gibt es eigentlich selten in der Geschichte. Natürlich wird mit der Konvertierung auch Gewalt ausgeübt. Man kennt das ja zum Beispiel von Karl dem Großen und seinem Feldzug gegen die aufständischen Sachsen, die dann, ja, zwangskonvertiert werden. Und große Konversionen auf einmal stattfinden. Aber das ist ja schon eher die Ausnahme, die von Seiten des Christentums selber forciert wird, also von christlichen Herrschern wie Karl dem Großen, einem Frankenherrscher. Aber unter den Stammesherrschern, die ja auch relativ früh manchmal den Glauben angenommen haben, zumindest sagt uns das hier das Spiel, ich habe ja schon erwähnt, eigentlich ist es umstritten, nicht genau belegt, ob wirklich diese Pikten bekehrt wurden oder ob sie eben vielleicht genau sowas gemacht haben, offiziell den Christenglauben angenommen und gleichzeitig den alten Göttern immer noch gefrönt. Warum nicht beides? Warum nicht das Beste aus zwei Welten nehmen? Das ist eine extrem pragmatische Sichtweise und die entspricht eigentlich auch einer grundlegenden Denkweise vieler solcher Stammesherrscher und auch Bewohner. Die sind nämlich alle extrem pragmatisch ausgerichtet in ihrem Denken und Handeln. Warum sollten die nicht einfach beides nehmen? Also wir finden das auf jeden Fall bewundernswert, dass ihm an einer friedlichen Lösung gelegen ist. Okay, die aggressiven Begleiter fanden das nicht gut, aber die friedlichen fanden das besser. Naja, wenn wir den alten und den neuen Glauben vereinen wollen, brauchen wir einen religiösen Führer. Ich kenne den perfekten Weg, das zu erreichen, wenn die Geschichten wahr sind. Gren kennt die Einzelheiten der Angelegenheit. Nur zu, sie soll dir sagen, was getan werden muss. Connells Tod hat viele neue Möglichkeiten eröffnet. Ich habe plötzlich viele Pläne zu machen. Damit wendet sich Konstantin von dir ab. Ein eindeutiges Signal, dass du entschuldigt bist. Okay. Gut, jetzt müssen wir mit Gren sprechen. Und auch das werden wir direkt mal machen. Gren wirft dir ein strahlendes Lächeln zu. Du hast also Connell McTague getötet. Sie schüttelt erstaunt den Kopf. Ich nehme an, wegen dem, was ich dir erzählt habe? Das war zwar nicht mein Anliegen, aber gut gemacht. Ich habe monatelang versucht, den Bastard zu erledigen. Wie hast du ihn überhaupt gefunden? Ja, sollen wir Gren jetzt erzählen, dass das über Effa läuft und über diese Töpferin hier in Perth, die was am Laufen hatte mit dem Quartiermeister? Das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir haben den Quartiermeister ja am Leben gelassen wegen der Töpferin. Also, wir bleiben mal geheimnisvoll an dieser Stelle, das sage ich lieber nicht. Fürchtest du etwa, ich könnte diejenigen verletzen, die dir geholfen haben? Ja, exakt, das war mein Gedanke. Okay, es ging mir lediglich um Connell und jetzt haben wir von seinem Clan nichts mehr zu befürchten. Gut, aber behalte es für dich, wenn es sein muss. Ich war nur neugierig. Ach ja, apropos Neugier. Effa hat mich um Erlaubnis gebeten, mit dir zu reisen. Ich sagte der Prinzessin, sie könne tun, was immer sie will. Hinter dir hustet Effa peinlich berührt, als Gren sie eine Prinzessin nennt und es nicht schafft, ein hämisches Grinsen zu verbergen. Du wirst lernen, ihre Talente zu schätzen. Verwechsle ihre mädchenhafte Art nicht mit Hilflosigkeit. Ich habe gesehen, wie sie einen Mann vom Schritt bis zur Kehle aufgeschlitzt hat. Gren, gib mir eine Chance. Ah, du musst lockerer werden, Mädchen, um deinetwillen. Wie auch immer, wo waren wir? Richtig. Konstantin muss irgendwie nachweisen, dass er die heidnischen Nachzügler nicht läutern wird, sobald seine Macht gefestigt ist. Er hat entschieden, dass er eine Galionsfigur für sie braucht. Nun, das ist mühselig. Seit den Tagen der Römer hatten es die Heiden in dieser Gegend nicht leicht. Unter den Druiden war alles hübsch organisiert, aber die Römer haben alle von ihnen umgebracht. Mit einer Ausnahme zumindest heißt es in den Geschichten so.
Und hier ist der Clou. Es heißt, er ist immer noch am Leben. Wir können jetzt hier Geschichtswissen einstreuen. Das Römische Reich, war das nicht vor ein paar hundert Jahren? Ich würde mal vermuten, Santane von Skjern, soll der vom Römischen Reich noch wissen, nach so vielen hundert Jahren noch? Also ich glaube, er würde das anders formulieren. Wahrscheinlich würde er nicht von Jahren sprechen, so eine Vorstellung von hunderten Jahren von Geschichte, die gibt es, glaube ich, gar nicht unter solchen Stämmen. Da rechnet man quasi in Familiengeschichte und in Monden oder in Sonnenzirkeln oder was auch immer. Also dieses klassische kalendermäßige, wir rechnen jetzt in julianischen Jahren herum oder was auch immer. Ich glaube, das würde man so nicht sagen in der Zeit. Aber stellen wir uns mal vor, er würde sagen, dieses Römische Reich, war das nicht schon vor ewiger Zeit? Müsste der nicht viel zu alt sein? Das impliziert das ja. Gren beugt sich vor und senkt verschwörerisch die Stimme. War es. Wenn dieser Mann noch am Leben ist, muss er fast 1000 Jahre alt sein. Der letzte Druide. Stell dir das vor. Irgendwie klingt das sehr unrealistisch, aber gut. Was sollen wir also tun? Naja, wir wissen nicht, wo er ist. Wir kennen aber seinen Namen. Myrdin Emrys. Das ist alles, was wir haben. Bei all dem Ärger mit Cornel McTague hatten wir nicht viel Zeit, uns darum zu kümmern. Aber als ich mal etwas herumgefragt habe, fand ich diese Heiden etwas wortkarg, um es mal freundlich auszudrücken. Sie vertrauen mir nicht, weil ich Christin bin. Und diese große Kampfkrähe in meinem Gesicht ist auch keine große Hilfe. Aber ihr seid keine Christen. Ihr solltet in der Lage sein, mehr aus diesen paranoiden Bastarden herauszubekommen. Zugegeben, sie haben einen guten Grund, auf der Hut zu sein, aber trotzdem. Gut, dann sag mir mal, wo ich anfangen soll. Nun, der einzige Ort, an dem sich die Heiden meines Wissens nach noch versammeln, ist das Seahenge an der Küste. Okay, Seahenge ist auf der Karte aufgedeckt worden, eine heidnische Kultstätte. Interessant. Du könntest anfangen, dort herumzufragen. Vielleicht weiß jemand etwas über den Druiden. Gut, wir fragen sie mal direkt, kommst du denn mit mir? Sie kichert, ein wahrhaft mädchenhaftes Kichern. Ach nein, du großer Tölpel, ich habe eigene Probleme, dank dir eins weniger, aber es ist noch nicht vorbei. Sie nickt in Richtung deines Gefolges. Es sieht aus, als wärt ihr gut genug ausgerüstet, um damit fertig zu werden. Er ist nur ein alter Mann, ein sehr, sehr alter Mann, ja? Wie viel Ärger kann er machen? Okay. Na gut, wir stimmen ihr mal zu, das klingt nach einem interessanten Plan. Ich werde deinen Druiden finden. Sobald du ihn gefunden hast, bist du einem Bündnis mit Konstantin, dem König von Piktland, einen Schritt näher. Sie beugt sich vor und senkt die Stimme, hat aber immer noch ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Nur behandle Effa gut, verstanden? Wenn du respektlos zu ihr bist, verstehe ich das als Respektlosigkeit der gesamten piktischen Kultur gegenüber. Ja, das ist auch die nächste Frage. Ich bin ja immer so ein bisschen nitpickisch, also ein bisschen hart manchmal in meiner Kritik, aber ich glaube nicht, dass so einzelne Stämme eine Vorstellung damals hatten, dass es eine gesamte piktische Kultur gibt. Ich glaube eher, die haben sich halt als benachbarte Stämme verstanden. Also sowas würden die, glaube ich, nicht sagen, aber gut, lassen wir es mal dabei. Gut, Weisheit der Alten. Das ist jetzt also das nächste wichtige Ziel, begib dich zur heidnischen Kultstätte an der Ostküste von Piktland. Das sollten wir tun, zuvor müssen wir aber noch ein Lager aufschlagen und ich wollte ja noch etwas anderes tun. Ich wollte Leute befragen, ob jemand irgendwas mit diesem Amulett von Kettil anfangen kann. Und da wir ihn jetzt direkt im Ort dabei haben, macht das natürlich schon Sinn. Wir fragen auf jeden Fall alle, die dort sind, alle Händler und auch alle Einwohner, mit denen wir sprechen können. Mal gucken, vielleicht gehen wir als erstes aber zu dieser bekannten Töpferin von Caeltrim und berichten ihr. Ich glaube, das war hier unten. Oder hier, ich glaube, hier war Una. Gute Frage, nächste Frage, wo sie ist. Ich weiß es auch nicht mehr, wahrscheinlich suche ich mich jetzt hier kaputt. Aber wir können ja mit Gierig erstmal sprechen als erstes. Eine Überfahrt zur Insel. Nee, jetzt ehrlich gesagt nicht. Beziehungsweise, wenn ich das jetzt mache, was passiert dann? Dann fahren wir zur Insel.
Nee, das will ich jetzt aber noch nicht, weil wenn mich das hier Zeit kostet, fände ich das irgendwie unpassend. Ich glaube, hier im Westen war es zwar nicht. Na, hier ist schon das Kartenende wieder. Wir gehen mal da unten hin. Jetzt ist das so ein bisschen eine Sucherei, weil ich wieder nicht weiß, wo die Charaktere sind. Hier haben wir mit jemandem gesprochen. Hier ist jetzt gar niemand mehr. Und hier ist wieder Ende der Karte. Okay, dann müssen wir hier oben hin. Hier kann man übrigens reingehen. In ein Haus. Das machen wir einfach mal. Ich weiß zwar nicht, wer da ist. Wir nehmen mal Kettil und Eva mit. Schauen wir mal, wer sich da in der Hütte befindet. Wir können ja nicht alle Hütten betreten, also muss das ja schon irgendwie was Wichtiges sein hier. Nö, wir können hier klauen. Und wir haben hier was zum Angucken. Was ist das? Ich kann es nicht erkennen, ehrlich gesagt. Die Luke ist fest verschlossen. Gibt eine Luke hier im Zelt, aber können mit niemandem sprechen. Okay, dann gehen wir wieder raus. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend, aber vielleicht behalten wir das im Hinterkopf. Das könnte für irgendeine Quest relevant sein. Oder für irgendeinen kleinen Auftrag vielleicht. Mal gucken. Schauen wir mal. Okay. Ja, hier waren die Händler. Ich glaube, mit denen können wir bestimmt nichts besprechen, oder? Schauen wir mal. Nee, sie hat hier nichts zu sagen. Ah, unser Schiff ist aber da. Sehr schön. Wir können jetzt mit dem Schiff hier sehr schnell abreisen. Und unsere anderen Mitglieder stehen jetzt hier auch. Alfrik, Steinfried, Null, Asleif, Roskva und Kerlach ist hier auch. Der ist, glaube ich, ein lokaler Einwohner. Super. Wunderbar. Dann sind jetzt endlich alle da. Kömin. Wir zeigen mal Sefas Halskette. Hast du schon mal eine solche Kette gesehen? Sie sieht aus, als wäre sie hier gefertigt worden, aber ich erkenne das Wappen nicht. An deiner Stelle würde ich die Hexe oder den Schmied fragen. Also, war sie die Hexe hier? Nee, sie ist doch ausländisch, oder? Nee. Der Schmied war im Süden irgendwo. Ah, wo ist denn jetzt wohl? Hier sind noch unsere Kollegen, mit denen wir was machen können, die wir befreien könnten. Aber ich glaube, es ist noch nicht an der Zeit. Wir lassen sie noch ein bisschen darben. Ich glaube, das hier war die Freundin von dem Typen, den wir verschont haben. Aber mit der können wir auch nicht sprechen. Das ist ja schade. Hier gab es die Brücke und hier war der Schmied, ne? Dann fragen wir ihn doch mal. Vielleicht hat er schon eine Idee, was das hier für eine Halskette ist. Hallo, failte R.A.s. So, wir zeigen die Halskette. Hast du schon mal eine solche Kette gesehen? Plötzlich sieht der alte Schmied auf. Die habe ich gemacht, sagt Udrost. Dann scheint er sich zu erinnern, dass er dich nicht mag. Er lehnt sich zurück und verschränkt mit finsterer Miene die Arme vor der Brust. Wurde sie in Auftrag gegeben? Leuten wie dir erzähle ich das nicht. Wo hast du sie überhaupt her? Kettil schaltet sich jetzt ein. Sie gehört mir. Meine Schwester hat sie mir vor ihrem Tod überreicht. Sie ist alles, was ich von ihr und meinen Eltern noch habe. Der alte Schmied schnaubt. Eine glaubwürdige Geschichte. Du hast ihren Besitzer getötet und sie gestohlen, nicht wahr? Kettil stapft wütend auf den alten Schmied zu. Du verdammter Hu! Komm jetzt, Udrost, beruhigt Rest seinen alten Herrn. Du hältst dich da raus. Schweig! So, wir könnten ihn jetzt mit Gespür probieren, aber wir haben, weil wir hungrig sind, jetzt eine ganz schlechte, wir kriegen das nicht hin, sonst würden wir das wahrscheinlich schaffen. Darüber reden wir später, genau. Ja, da müssen wir jetzt leider doch irgendwie das vertagen und müssen erst rasten gehen, das hilft nichts. Vielleicht kann uns sonst die Hexe noch helfen, aber ich denke, auch das wird ja eher schwierig sein, solange wir, guck mal hier, ein schöner Wachturm und ein bisschen Kräuter. Solange wir, wollte ich sagen, hier. Okay, guck mal, wo geht's denn hier hin? Oh, was ist das denn hier für eine Mini-Insel? Wer bist du? Mel Patrick Bressay. Der Mann sieht ein wenig nervös aus. Seine Blicke gehen immer wieder zum Haus der Hexe auf der Insel. Er spuckt seine Worte aus, ohne dazwischen auch nur Luft zu holen. Ich bin bereit, hier zu verschwinden. Bist du auch bereit, hier zu verschwinden?
denn ich bin bereit, hier zu verschwinden. Cooles Wortgefecht. Nee, noch nicht. Wir könnten hier, ach, das ist dieser schnelle Weg nach hier drüben quasi, aber wir sind jetzt hier auf dem Umweg hier hingekommen. Hier drüben gibt es wieder einiges an Kräutern. Ein bisschen Kamille. Das ist gesund. Damit kommen wir gut durch den Winter. Das scheint die Hexe zu sein. Die hat hier ihr einsames Häuslein auf der Insel gut abgeriegelt. Wir besprechen mal mit ihr, was los ist. Eine kleine Hütte steht wackelig auf einer Plattform aus halb verrotteten Planken über dem Wasser. Perths weise Frau lehnt gegen den Türrahmen und kaut auf einer Wurzel. Mit stillem Interesse beobachtet sie, wie deine Gruppe näher kommt. Sie spuckt die letzten Reste ihrer Wurzel in den Fluss und löst sich vom Türrahmen. Ihre Stimme klingt rau und verbraucht. »Ich habe von euch gehört, Nordmänner. Ihr seht nach Ärger aus.« Als sie grinst, enthüllt sie schwarze, schiefe Zähne. »Ich mag Ärger.« Ja, ich würde sagen, wir gehen mal verschmitzt darauf ein und antworten ihr, »Naja, es könnte sein, dass ich mehr Ärger mit mir bringe, als du erwartest.« »Ach ja, ich nehme an, dann wird es hier bald ziemlich interessant.« »Mein Name ist Urlach. Ich verkaufe Heilkräuter und helfe den hiesigen Frauen bei ihren Problemen.« Okay, jetzt können wir aber nur mit ihr handeln. »Ich verkaufe meine Waren an jeden, ganz egal, welchen Ruf derjenige hat. Wenn du dich entschließt, etwas zu kaufen, gibt es noch etwas zu bereden.« Oh, wir haben jetzt so viel Medizin selber schon und Kräuter. Wir brauchen höchstens, tja, vielleicht ein paar Felle einhandeln für Preziosen. Ja, zwar überhöhte Preise, aber für 4 weitere Felle, das geben wir mal aus. Gut. Gut, sehr gut. Ich möchte dich etwas fragen, wenn es dir nichts ausmacht, etwas Persönliches. Du bist eindeutig kein Christ. Welche Götter verehrst du? Keine, die du kennst und zu viele, um sie alle zu benennen. Oder sollen wir ihr erzählen von den Göttern Aesir und Vanir in Asgard, wo Allvater Odin über sie herrscht? Also, ich bleib mal zurückhaltend. Das sind keine, die du kennst und wahrscheinlich auch zu viele, um sie alle zu benennen. Ich hörte, dass ihr Heiden seid, aber ich glaube solche Sachen immer erst, wenn ich es von demjenigen selbst höre. Dann werde ich dir von meinem Problem erzählen und vertraue darauf, dass du mich nicht als Teufelsanbeterin denunzieren wirst. Nein, das werden wir sicherlich nicht. Es gibt noch eine Heilerin, sie heißt Lathir. Sie lebt allein oben im Hochland und sie ärgert mich. Ich weiß nicht einmal warum. Vielleicht ist sie einfach von Natur aus missgünstig und zänkisch. Ihre letzte Boshaftigkeit bestand darin, die Gemeinde zu verfluchen, die ich schütze. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass man mir die Schuld geben wird. Sie hat Fluchpfähle um die Stadt herum errichtet, die auf die Höfe zeigen. Ich habe durch Zufall einen gefunden und herausgezogen, aber ein Bauer hat mich dabei gesehen. Natürlich nahm der Depp an, dass ich den Pfahl auch errichtet habe. Wenn du mir hilfst, die restlichen Pfähle zu finden und aus dem Boden zu ziehen, wäre eine Handvoll meiner besten Heilmittel für dich drin. Und ich werde in Zukunft meine Preise für dich senken. Ja, ich glaube, ich werde darüber nachdenken, liebe Leute. Wenn du zu lange nachdenkst, werde ich vielleicht schon auf dem Scheiterhaufen verbrannt, bis du dich entschieden hast. Na gut, wir werden das machen, mit ihr noch weiter zu sprechen, aber ich möchte jetzt gerne die Folge beenden, weil die sonst wieder viel zu lang wird. Wir sind schon bei 29 Minuten gleich. Deswegen sage ich für heute einmal, liebe Leute, macht's gut, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.